Und die Hochrechnung speziell bei Damian Warner, die ist beeindruckend. Der ist gerade auch erfolgreich eingestiegen hier mit einem Versuch über 4,50 Meter. Das ist wunderbar. Also 4,80 Meter für Damian Warner. 4,80 Meter waren es bei seinem besten Zehnkampf. Und jetzt werden die Punkte natürlich, die Hochrechnungen immer interessanter, immer bemerkenswerter. Damian Warner hält bei knapp 8.700 Punkten, ganz genau 8.695 Zähler, sein kanadischer Rekord aus dem Jahre 2015, als Vize-Weltmeister dort. Er liegt im Augenblick genau 92 Punkte drüber. Adam Sebastian Helzelet, gleiche Höhe, patzt einmal. 4,50 hat er schon geschafft. 4,80 Meter sollten es sein, dann schaut es richtig gut aus. Dann sind hier sogar ein Siegesergebnis von über 8.800 Punkten möglich, aber abgerechnet erst so schön wird am Schluss. Wir schauen einmal, was macht was aus im Stabhochspringen. 10 cm mehr geradeaus, 30 Punkte. Also derzeit würde Damian Warner, wenn es nur bei 50 bliebe, 90 Punkte einbüßen, hätte am besten 2 Punkte plus, aber es ist ihm auf alle Fälle hier mehr zuzutrauen. Mehr zuzutrauen und mehr drauf hat an sich auch Linton Victor aus Grenada, der hier von Harry Mara gecoacht wird, dem Erfolgstrainer von Ashton Eaton, dem Weltrekordmann. Die beiden haben sich aber erst hier in Götzis erstmals getroffen, haben einmal vereinbart, wir schauen einmal, wie das hier am Wochenende in Götzis funktioniert. Dann gibt es einen Bericht auch an den Verband in Grenada und dann erst wird über eine weitere Zusammenarbeit entschieden. So, Auftakt in Gruppe A bei 4,50 Meter. In Gruppe B, da war einer schon an der Reihe. Ich schau mal, wo hier wirklich begonnen worden ist, denn okay, der erste Karel Tilger ist hier mit einer Bestmarke von 3,77 Meter im Zehnkampf angereist, hat allerdings mittlerweile auch schon 4,60 Meter übersprungen und damit ist also keine ganz niedrige Einstiegshöhe vonnöten gewesen. Linton Victor hat begonnen bei 4 Meter Einstiegshöhe und hat 2 ungültige Versuche hier absolviert. So, also da steht jetzt hier Super-GAU bevor. Er diskutiert gerade mit seinem Trainer, seinem derzeitigen Interimstrainer Hamin, Harry Mara, der weiß, wie man Athleten in Richtung Weltrekord bringt. Mit Linton Victor hat er einen gerade jetzt einmal bei der Hand, der von der Athletik her, von der Physis her zu viel, viel befähigt werde. 8.539 Punkte, seine Bestleistung, hat heute Commonwealth Games mit 8.303 Zählern gewonnen. Aber hier in Götzis ganz viele große technische Schwierigkeiten in den verschiedensten Bewerben. So, der Stabhochspringen, traditionell jener Bewerb, der sich hier am längsten hinzieht. Das wird dauern, kurz vor 1 Uhr hat das Ganze begonnen. Mittlerweile sind die Pausen, die die Athleten haben, oder die Zeit, die sie haben, von Aufrufen bis absolviertem Sprung, das reduziert worden. Aber dennoch dauert das beim Stabhochspringen relativ lange, bis sie alle durch sind bei 27 Athleten. Die besten von ihnen, die springen deutlich über 5 Meter. Der Russe Skorenev kann 5,30, 5,40 springen. Maisha Luibo ist ganz glänzend mit dem Stab, gilt auch für Zach Simek oder für Thomas van der Platzen. Nils Pitonwils wäre es auch gewesen, aber der hat sich eben mit einem Kreuzbandriss im Weitsprung gestern schon leider ungewollt verabschieden müssen und muss eine längere Wettkampfpause einlegen. So, Helzelet liefert sich hier auch einen dritten Fehlversuch über 4,50. Wie Linden Victor über 4 Meter. Das ist bitter. Nuller für Linden Victor. Und
ein Nuller auch für Adam Sebastian Helzelit. So, da ist der Stabhochsprung gerade erst so im Gange. Da haben sich schon wieder zwei Athleten verabschiedet. So, und jetzt bekommen wir da gerade auch noch die Mitteilung, dass Rico Freimuth nicht mehr am Start ist. Wird hier planmäßig gar keinen Versuch absolvieren. Wenn wir ganz kurz bei der Startliste. Kaul, einer der Deutschen auf Anlage A. Und dann haben wir Brucker, Kasmirek auf B und gar keinen Rico Freimuth mehr. Der lässt hier also aus für die letzten beiden Bewerbe. Damit dürfte der wahrscheinlich doch nicht ganz fit sein. Auch gesundheitlich ein paar Probleme haben, denn für die letzten beiden Disziplinen wäre es nicht nötig. Aber wenn was zwickt, nichts riskieren. Möglich wird das Ergebnis hier in Götzis nicht reichen, um sich bei den Deutschen zu qualifizieren. In 3 Wochen zweite und letzte Chance beim Meeting in Ratingen. Das Feld hier, das ist Jorge Ureña, der Spanier. Die Latte liegt jetzt auf 4,60 Meter. Da kommt er gut rüber. China, der Schweizer über 4,20, schreibt hier auch einmal an. Ja, speziell diese ersten Versuche hier, die dienen vor allem einmal diesem Salto Nullo vorzubeugen. Versuch. Peter Braun auch drüber, 4,60 Meter. Ja, der springt, wenn es gut läuft, auch sogar über 5 Meter drüber. Also darum hier ist einmal Sicherheit zu gewinnen, Stabilität für die Anlage zu finden. Und dann kann man nach höheren Zielen greifen. Ja, da hat sich dann doch das Starterfeld jetzt schlagartig um 13 Kämpfer reduziert. Keisuke Ushiro ebenfalls 4,60 Meter. Ja, der Sprung, sauber drüber. So gültig, Anlage frei. Und dann noch nicht. Der noch zurücklauft, dann gibt es hier ein kurzes Break in der Anlage. Schöne Studie, perfekt gemacht, schön eingedreht und eingestochen. Technisch sauberer Versuch des Japaners. Dann wird hier alles wieder hergerichtet und sobald der nächste Springer aufgerufen ist, die Anlage frei ist, hat in diesem Falle Frederik Samuelsson exakt 1 Minute Zeit, den Versuch zu absolvieren. Das ist Tilgar eben. Das ist der junge Este, Karel Tilgar, der als Vierter
hier in diesen Sonntag gestartet ist, mittlerweile auf Rang 14 zurückgeflogen. Stabhochsprung seine ganz große Schwäche noch, aber er schafft einmal seine 4,30 Meter, seine Anfangshöhe auch wichtig. Jetzt ist der Schwede aufgerufen. Jetzt läuft die Uhr. Samuelsson. Oh, in Luft gab es nicht, aber geschafft. Hängen und würgen, aber gültiger Versuch. Sind dann übrigens schon 4,70 Meter. Samuelsson da begonnen. Urenia lässt er aus, Peter Braun lässt er aus, Matthias Brucker auch noch nicht eingestiegen. Der will später bei 4,80 Meter höchstens einsteigen. Hetzel die draußen. Rico Freimuth nicht am Start. Und das ist Ossé und jetzt ist der Versuch gültig. Man kann schon noch einmal abbremsen, wenn man merkt, der Rhythmus stimmt nicht, man erwischt den Einstiegskasten nicht. Aber wenn man durchläuft und auf die Matte kommt, ist fertig, dann ist der Versuch gültig. Der nächste ist dann Kai Kasmirek. Skirinjev lässt sich etwas Zeit. Uibo später erst ebenso wie Simek und Van der Platzen. Damian Warner die 4,50 übersprungen, hat 4,60 ausgelassen und wird vermutlich jetzt dann die 4,70 wieder in Angriff nehmen. Also wird dann schon als Übernächster an der Reihe sein nach Kai Kasmirek. Mirek. Ja, ganz solide, toller Auftaktsprung. So ein Versuch, auch wenn die Höhe noch nicht so berauschend ist für ihn, gibt Mut, gibt Zuversicht, Selbstvertrauen, alles gepasst. Das Speed technisch auch noch Reserven, aber er spürt da gleich einmal oben die Höhe, habe ich schon. Boah, weit drüber. Fein gemacht, aber das kann der gut. Damit ist der jetzt die klare Nummer 1 bei den Deutschen. Kai Kasmirek, zwei Platzierte. Und jetzt kommt Damian Warner. Diese 4,70 Meter, die wären jetzt schon wichtig. Wenn er die schafft, dann bleibt er über 60 Punkte über seinem Durchgangswert beim kanadischen Rekord. Allein mit den 4,70 wäre das schon geschafft. Warner, erster Versuch, 4,70, kurzer Anlauf und geschafft. Und damit scheint schon ziemlich klar zu sein, dass der Sieg heuer in Götzis mit einem wirklich hohen Score hier weggeht. Und Damian Warner drauf und dran, nicht nur seinen dritten Sieg in Folge im Mösle-Stadion einzufahren, den vierten insgesamt, sondern auch erstmals in seiner Karriere über 8.700 Punkte zu machen. Es lässt sich jetzt schon nach seinem zweiten Sprung im Stabhochsprung sagen. Und vielleicht hat er ja noch Reserven, vielleicht kann er sogar die 8.800 attackieren. Und jetzt gleich hinunter zum Andi, da wollen wir wissen, warum Rico Freimuth nicht mehr mit dabei ist. Ich glaube, die Tatsache, die vielen Wettkämpfe, die er gemacht hat, dann auch einmal nicht spurlos so wegstecken zu können, gibt es einfach. Auch bei den an sich harten und widerstandsfähigen Zehnkämpfern zumindest einmal körperlich nicht mehr passiert. Aber das ist natürlich eine harte Meldung auch für die Freunde der deutschen Leichtathletik, für die Mehrkampffans in Deutschland. Ja.
Die Nutznießer, derweil einmal Matthias Brucker und wohl auch Niklas Kaul, die jetzt einmal hier sich in eine gewisse Pole Position bringen können. Ändert natürlich nichts daran, dass wenn Rico Freimuth, das hoffen wir alle, vielleicht doch rasch seinen Spaß an der Geschichte wiederfindet, sicherlich einer der Top-Favoriten nicht nur auf den Startplatz in Deutschland bei der EM ist, sondern dort auch auf die Medaillen. Tja. Das gibt es nicht alles im Zehnkampf. Nuller im Kugelstoßen, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und auch, dass ein Weltklasse-Mann wie Rico Freimuth so mittendrin einfach auch mal Motivationsprobleme hat. Alles nur zutiefst menschlich. Schauen wir, wie sich das Ganze entwickelt. Widmen uns wieder hier dem Stabhochspringen auf Anlage B, sind 4,40 Meter aufgelegt. Das ist Marek Lukas aus Tschechien. Ganz sicher, souverän, erster Versuch. Anlage B liegt die Latte jetzt schon bei 4,80 Meter. Jorge Urrenia, erster Versuch, passt. Damien Warner noch einmal, später dazugekommen sind. 4,70 Meter geschafft, also 4,50 Anfangshöhe im ersten, dann ausgelassen, 4,70 geschafft. Und damit ist er schon auf Kurs Richtung 8,7 und deutlich mehr. Obwohl noch mitten im Bewerb, derzeit sind es exakt 62 Punkte, die er mehr auf dem Konto hat als bei seiner Zehnkampf-Bestmarke vor 3 Jahren. Lischuk, 4,40, auch eben einer von den Jungen, haben wir schon gehabt, mehrfach, 21 Jahre jung, Weißrusse. Das ist dann nicht das Alter, in dem man im Normalfall schon im Stabhochspringen groß reüssieren kann. Diese Sportart, ist, diese Disziplin ist technisch zu schwierig. Samuelsson, nicht viel älter, aber technisch eben schon 2 Jahre weiter. Vier Meter 80 im ersten. Steigt dann auch Matthias Brucker ein, den Deutschen in Kürze. Demin Warner springt ein bisschen hinterher, aber jetzt bei 4,80 kommen noch ein paar. Warner ist das auch geplant. Peter Braun. Fehlversuch, ist ja auch egal bei den Stabhochspringern von den Punkten her, ob man es im ersten, zweiten oder dritten Versuch schafft. Es gibt immer die volle Punkte für die Höhe. So, der deutsche Matthias Brucker steigt dann gleich ein auf A, das ist noch aber Karel Tilga. Ja, also 3,77 im besten Zehnkampf, jetzt über 4,50 Meter, das gibt gute Punkte. Und auf der anderen Anlage ist es Matthias Brucker, der schafft seine Anfangshöhe. Liegt natürlich auch nach insgesamt 7 Bewerben an der 4. Stelle. Freimuth draußen, er war vor ihm, rückt damit vorläufig aufs Podest vor. Im besten Zehnkampf waren es genau diese 4,80 Meter auch. Alles, was jetzt noch kommt, ist Draufgabe. Aber es war erst der erste Versuch von Matthias Brucker.
Also kann man sich schon vorstellen, dass der ordentlich was drauf hat. Florian Götz ist ab Matthias Brucker 8.294 Punkte geschafft. Gegen Fehlversuch bei Bastien Osset. Da müsste der nächste dann Skurinjev sein und dann schon wieder Damien Warner. Ilya Skurinjev steigt hier ein bei 4,80 Meter. Das war noch schnell. Wisielek, der Pole, über 4,50 Meter. Und jetzt der Russe. Haben ja die Stabhochspringer die Möglichkeit, sich die Latte ein bisschen näher zum Anlauf oder ein bisschen weiter weg von der Einstichgrube schieben zu lassen. Da gibt es so einen gewissen Spielraum, den man zuvor dem Kampfgericht bekannt geben muss, kann, wo man genau die Latte positioniert haben will. Nur die Höhe ist vorgeschrieben. So. Der nächste, Damien Warner. Das müssen wir suchen, wenn man da hinüberblickt. Der hat so einen kurzen Anlauf. 10, 15 Meter weniger als die anderen. Doleschal über 4,50. Jetzt dann Damien Warner, erster Versuch, 4,80 Meter. Damit könnte er. Ah, da haben wir Roman Schäberle, der hier in Götzis als erster überhaupt der Welt 9.000 Punkte geschafft hat, der bei seinen tschechischen jungen Kollegen dann ein paar Korrekturen vornimmt. Jetzt aber Damien Warner. Jetzt kann er schon seine Stabhochsprung-Bestmarke bei seinem Landesrekord im Zehnkampf egalisieren. 4,80. Kurzer Anlauf. Das ist ein bisschen zu wenig. Ja, Stabhochspringen keine Spezialität. Recht deutlich gescheitert hier. Deutlich kürzeren Anlauf, aber er beschleunigt auch ein bisschen besser als andere. Also vielleicht nicht unbedingt aussagekräftig, aber schlussendlich funktioniert auch diese Sportart mit einem guten Teil an Geschwindigkeit. Das heißt, wer hier schneller anlaufen kann, der ist im Regelfall auch besser unterwegs oben. Was ist deine Einschätzung? Mit wie viel wird der Disziplinensieg weggehen? Ich könnte mir vorstellen, dass das heute bei dezenten 5,30 der Fall sein wird und habe Thomas von der Platzen auf der Platte. Passt vielleicht ganz gut. Es gibt einen neuen Unter-20-Rekord in Österreich. Ricardo Klotz, der Tiroler, 5,21 Meter. Oh. Also es ist schon eine sehr, sehr tolle Höhe für den Youngster, ja. Giro. Da geht das. 4,80 für ihn. So, auf Anlage B haben wir jetzt dann den jungen Deutschen Niklas Kaul im Einsatz. Das ist ja ganz interessant. Seine Mutter ist gebürtige Österreicherin. Amen. Mama früher Mittelstrecklerin, Hürdenläuferin über die 400 Meter Distanz, Kapfenberg trainiert, mittlerweile die ganze Familie da in Deutschland. Ein
Anfangshöhe schafft er 4,50 Meter für Niklas Kaul. Ja, da ist er eingestiegen einmal, das passt gut. Das kann er, 4,70 Meter im besten Zehnkampf, 4,80 Meter All-Time-Bestmarke im Stabhochspringen. Sein Paradebewerb kommt dann nach dem Stabhochsprung im Speerwerfen. Ein paar interessante Informationen von einem netten, interessierten Zuseher aus Graz bekommen. Vielen Dank dafür. Niklas Kaul hat eben mit der Mami früher in der Oststeiermark gewohnt. Mutter war sogar mehrfache österreichische Meisterin über 400 Meter, 800 Meter, 400 Meter Hürden. Und der Junior hat dann eben auch in Kapfenberg trainiert. Das große Talent war früh erkannt, Handballer war er auch. Das war ein Fehlversuch von Marek Lukas. Aber es hat jetzt nicht geklappt. Das ist schon der zweite Fehlversuch. Wer kommt da noch aller vor Damian Warner? Ja, der nächste ist schon Skorinjev und dann wieder Warner. Der Russe muss da ausbessern bei seiner Anfangshöhe von 4,80. Und der Brasilianer dos Santos über 4,50. So, er hat noch nicht angeschrieben. Vorne ist ein bisschen Platz frei geworden. Ein paar Verbesserungen möglich. Preisgeld gibt es ja auch. Skorinjev braucht einen gültigen Versuch und den hat er hier. Wie so oft sind die Russen, die russischen Mehrkämpfer, exzellente Stabhochspringer. Die Geschichte hat in Russland Tradition seit Sergei Bubka. Das war übrigens auch so einer, der damals den Weltrekord lang hinaufgeschraubt hat, so salamiweise. Aber der konnte auch ungefähr 10,40 laufen über die 100 Meter und über 8 Meter weit springen. Also der hat eben genau diese Speed- und Sprungqualitäten mitgebracht, die man sehr wohl eben auch braucht im Stabhochspringen, neben den technischen Qualitäten, um da ganz vorne mitzumischen. Damian Warner ist als nächster an der Reihe, lässt sich jetzt einklatschen. Der bringt den Speed mit, der bringt die Sprungkraft mit, die Technik ist nicht so ganz seine Welt. Stabhochsprung, aber versucht es hier wieder beim kurzen Anlauf. Die Entscheidung natürlich schon Tage davor gefallen, wie man es hier versuchen will. 4,80 Meter, zweiter Versuch. Jawohl! 4,80. Wunderbar, damit egalisiert er seine Bestmarke und hält damit exakt bei 92 Punkten Vorsprung. Zumindest 92 Punkten Vorsprung. Vielleicht kommt ja dann noch was dazu. Die nächste Höhe würde dann schon 30 Punkte mehr geben. Dann wäre er 120 drüber und dann hat er sogar 8.800 Punkte in Griffweite. Bei Damian Warner wartet die Fachwelt schon lange darauf, dass er seine Einzel-Individualqualitäten einmal in einem Gesamtbild, in einem Zehnkampf umsetzen kann. Und dann muss ein Ergebnis, ein hohes, um die 8.800 Punkte herausschauen. Peter Braun. Auch dabei. Dritter Versuch fast beim Niederländer. Der hat zumindest schon mit 4,60 einen gültigen gehabt. Also nicht gar so schlimm. Brucker hat seinen Auftaktversuch geschafft. Bleibt Osei, der hat auch schon angeschrieben. Skorinjev drüber.
Also, nichts Schlimmeres passiert. Hetzelet hat es erwischt, Linton Victor hat es erwischt. Und Rico Freimuth, haben wir gehört, mit großen Motivationsschwierigkeiten draußen. Und auch Bastien Osei kommt hier nicht klar. Bleiben schlussendlich über für den 28-jährigen Franzosen. So, jetzt geht es dann schon auf 94 bei den guten Springern. Letzte Reihe über 4,50 auf der anderen Anlage. Luca Bernaschina aus der Schweiz. Ja, schafft er. Damit kann er bei der nächsten Höhe seine Bestmarke attackieren, einstellen. Oh, jetzt wird hier neu gerechnet. Die Anlage schon parat auf 94. Haben wir schon ein Preisgeld? Waren übrigens für die ersten 10 im Gesamtklassement. Gibt es Preisgelder bei den Herren von 1500 Euro beginnen bis zu 15.000 Euro rein für die Klassierung. Bonuspunkte für gute Punkte ab 8.100 trifft das zu. Und wenn zum Beispiel Damien Warner 8.700 schaffen würde, oder drüber 4.500 Euro extra, ab 8.800 Punkte wären 6.000 Euro extra und die Rekordprämie die höchste vermeintlich. Die Chance hat Fissat Utiam mit einem neuen Europarekord, gäbe es dafür 30.000 Euro. Dazu pro Disziplinenbewerb noch eine Goldmünze. Und der beste Rookie bekommt auch noch ein kleines Taschengeld mit dazu. Also, die Summe werden je nach Leistung dann immer zwischen so 100.000 und 150.000 Euro am Preisgeld Götzis ausgeschüttet, abhängig eben auch von der Qualität. Orenja mit einem ersten Fehlversuch über 94. Samuelsson. Die 70 im ersten, 4,80 im ersten, davor sogar mal 4,50. Und das ist Karel Tilger, der sich hier bei 3,77 Meter eingetragen, angemeldet hat. Zehnkampf Samuelsson hat es auch bei 4,90 in seinem ersten Versuch. Peter Braun und 4,90 Meter, der erste Versuch des Niederländers. Ja, sehr solider Wettkämpfer, schafft das hier, ist in keinem Bewerb herausragend, aber hält sich da überall gut dabei, liegt vorläufig an der sechsten Stelle. Durch den Rückzug von Rico Freimuth macht er ohnehin noch einen Platz gut, ist also derzeit Gesamtfünfter. Und schau an, Marcel Uibo stellt sich an, hier in das Wettkampfgeschehen einzugreifen. Zuvor noch Visiolek über 4,60 Meter hier. Und dann steht hinten im orangen Leibwall schon der Weltjahresbeste, noch Weltjahresbeste, diese Marke. Ist 4,5 Stunden los. Aber der erste ist ein glänzender Stabhochspringer, fünfter Platz nach 7 Bewerben. Freimuth gestrichen, macht Rang 4 und im Stabhochspringen kann er sich weiter verbessern. Ja, wenn man dann so einen Versuch sieht, weiß man auch, warum der erst so spät einsteigt. Ja.
Maestro Luibo bleibt hier im Geschäft. Und bleibt da ein klein wenig weg, oder wie ist das zu interpretieren? Also da kann er jetzt einige Punkte gut machen. Ups. So, Damien Warner, 4,90 Meter. Er arbeitet jetzt wieder an der Verbesserung seines Punktepolsters. Vier Meter und 90. Oh, aber das hat er drinnen, die Höhe hat er drinnen. Versuch über 4,60 von Vitali Schuk. Niklas Kaul wieder und auf der anderen Seite Ushiro. Kaul überspringt im ersten Versuch gleich 4,60 Meter. Ushiro auch erster Versuch, 4,90. Ah, lässt er sich schön abfeiern. Hinten wieder top besucht, die Startkurve, Zuschauerbereich beim Meeting hier im Götzis im Mösli-Stadion. Erstklassige Temperaturen, es hat derzeit 27 Grad im Schatten. Das ist der Norweger Rohe mit 4,60, den haben wir auch noch nicht oft gesehen. Einmal genau über 4,40, das war dann schon seine zweite Höhe. Urenia. Wenn man die Studie von Roh inzwischen. Ja, eben auch so ein neuer Mann. Ein Norweger und das jener aus Spanien. Der war schon hier und schafft das auch im ersten Versuch. Ja, 94 wäre natürlich brillant für Damien Warner. Fredrik Samuelsson, 5 Meter seine Bestmarke. Die scheint heute für ihn absolut möglich, sogar verbesserungsfähig. So, jetzt Kai Kaczmarek, nach ihm Damien Warner. Ah, der war nix. Anfangshöhe 4,70 hat geklappt, 4,90 ist für ihn im Normalfall auch immer zu packen.
dieser zweite Versuch war es nicht. Aber mit seinen Fighter-Qualitäten, die er hier in Götzis schon bewiesen hat, ist das sicher auszubügeln. So, Damien Warner, zweiter Versuch in Kürze. Das ist der Südafrikaner Pretorius, der Zahnmann sich hier meldet bei 4,60 Meter. Und dann gilt das Einklatschen für den insgesamt schon dreifachen Götzis-Sieger. Auch 2013 hat er triumphiert. Jetzt könnte er seinen vierten Erfolg, den dritten in Folge einfahren. 94. Ah, der zweite Versuch gut und aussichtsreich. Aber es bleibt ihm nur noch einer. 4,80 Meter. Das Plansoll ist absolut erfüllt. Das hier ist die Bonushöhe. Ja, ein bisschen außergewöhnlich wie Marc Andres bei Jefferson dos Santos mit seinem Feldversuch über 4,60. Damien Warner, Olympia Bronze in Rio, Vize-Weltmeister 2015. Sechsmal schon über 8.500 Punkte gemacht. Letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, da war es ein bisschen weniger. Da war es von der Form her mau. Ein fünfter Platz herausgeschaut. 40 für Sarah Lager. Es bleibt bei dem ersten Wurf als Beste. Einen hat sie in Gruppe B. Kasmerik. Oh, jetzt muss es besser funktionieren. Nein, der ist auch nicht gut. Auch nicht gut. Fällt sich hier. War schon der dritte, Kai Kasmirek, ja, war schon der dritte. Der war natürlich vorher dran und darum aus hier der Stabhochsprungbewerb. Und es kommen ja dann doch schlussendlich für ihn bescheidene 4,70 Meter in die Wertung. Santos. So, einmal noch Damien Warner im Stabhochspringen. Kanadier ist dieser Erfolg hier 2018 im Ländle nicht mehr zu nehmen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Die Frage ist, wie hoch geht sein Triumph diesmal weg? Kann er, und wenn ja, wie sehr seine Bestmarke nach oben schrauben? Seinen Landesrekord. Letzter Versuch. 4,90, nein, klappt auch nicht. Aber kein Schaden hier angerichtet. 4,80 Meter, er egalisiert die Marke von 2019 und hält nach wie vor, jetzt auch nach 8 Bewerben, bei 92 Punkten Vorsprung auf seine Durchgangswertung beim kanadischen Rekord. 8.695 Punkte. Da tun wir jetzt die 92 dazu. Das macht 8.787. Im Speerwerfen hat er da 63,5 Meter geboten. Über die 1500 Meter ist er 4,31,5 gelaufen. Das sind so Werte, die er beim Laufen eigentlich immer drinnen hat. Beim Speerwerfen ist er nicht ganz so stabil. Das ist eine leichte Zitterpartie, aber müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn nicht zumindest 8.700 und ein neuer Rekord für Damien Warner diesmal drin sind. Die Konkurrenz ist weit abgeschüttelt, das Feld dezimiert sich. Rico Freimuth hat hier aufgegeben mit Motivationsproblemen. Kai Kasmirek den Wettkampf mit nur 4,70 beendet. Der lachende Dritte könnte der Matthias Brucker sein, der noch im Bewerb ist. Dos Santos. Auch jetzt draußen. Verabschiedet sich mit 4,50 Meter.
Man könnte auch sagen, effektiv. Der erste Sprung war gültig, war dann schon derjenige, der für den Eintrag gesorgt hat. Die zweite Höhe nicht mehr zu meistern. Dos Santos kann es aber besser. Insofern wird er nicht zufrieden sein. Jorge Ureña. Wir sind jetzt bei 5 Meter angelangt. Der Spanier eröffnet jeweils. Wow, wow, wow. So, das passiert, wenn ein bisschen die Festigkeit beim Griff passt. Er rutscht da kurz weg. Zack, da verliert er oben rechts mit der Hand den Halt, den Griff, zu groß, Spannung und Druck. Und dann froh sein, wenn nichts passiert. So, auf der anderen Anlage springt dann der Este, Karel Tilga, der in seinem besten Zehnkampf 3,77 Meter geschafft hat. Aber dort waren es auch nur 7.500 Punkte knapp. Hier versucht er sich über fast einen Meter höher. 10 cm 30 Punkte, also das sind dann 270, 280 Punkte, die er hier machen könnte. Aber zuvor noch Samuelsson. Passt auch im ersten Versuch über die 5 Meter. Und jetzt dieser 20-jährige Este, Tilga. Boah, dann muschelt sich da irgendwie drüber. 4,70 Meter. Also müsst schon mit dem Teufel zugehen, wenn der hier nicht sicher 8.000 Punkte schafft. Meter aufgelegt für Peter Braun. Ah, startet mit einem Versuch, der doch recht deutlich gescheitert war. Noch keiner drüber über die 5 Meter. Matthias Boker wird der Nächste sein. Der hat die 4,90 ausgelassen und hat hier die Chance, sich vorzuarbeiten. Weit nach vorne. Das China aus der Schweiz, 4,70. Neue persönliche Bestmarke für den Schweizer. Tja, und die Konkurrenz aus der zweiten Reihe hat natürlich jetzt auch zur Kenntnis genommen. Freimuth gar nicht mehr dabei, Kai Kasmirek nur 4,70, damit kann man ja mal da an den Deutschen vorbeiziehen. Matthias Brucker ist ohnehin da nach weit vorne. Au! Zack, da zerspringt die Stange, das ist ein großer Schreckmoment. Der letzte Teil, der ist etwa 20 Meter zurück auf die Laufbahn von Anlage B gesprungen. Materialdefekt, der selten, aber ja, doch gelegentlich einfach vorkommt. Hier wird der Druck zu groß und dann hat der Deutsche richtig Glück. Aber das ist natürlich ein ganz bitterer Schreckmoment. Das muss man mal kurz verdauen und gleich wieder Vertrauen in das Gerät gewinnen. Puh. Wo
Gott sei Dank nichts passiert bei Matthias Brucker. Das wäre ja wirklich ausgesprochen unglückliche Angelegenheit. Jerzy Dolezal. Und 70 ganz locker. Auch seine dritte Höhe nimmt er hier im ersten Versuch. Damit schon einmal deutlich mehr als im besten Zehnkampf. Und 4,60. Und sich eben auch Tipps beim Ex-Weltrekordmann bei Roman Schäberle ab. Der sich nicht nehmen lässt, da Jahr für Jahr auch ins Stadion zu kommen. In jenes Stadion, das ihn 2001 weltberühmt gemacht hat, als er mit 9.026 Punkten einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Vitali Schuk. Ja. Ein kurzer Schuck-Moment. Bleibt die Latte aber oben. Wieder Brucker. Ja, das ist natürlich genau die Schwierigkeit. Versuch, da kommt neues Gerät, dann traut man sich nicht ganz, dann stimmt das plötzlich nicht mehr vom Timing her. Das ist jetzt wirklich Pech für Matthias Brucker. Und dann gleich der nächste Spruch danach, eben auch mit so großen Schwierigkeiten behaftet. Ah, da wird er ordentlich aus dem Rhythmus gebeutelt. Landsmann Niklas Kaul, über 4,70 Meter. Ah, hochtalentierter junger Mann. Für 70, damit egalisiert er seinen Bestwert im Rahmen eines Zehnkampfs. Skorenjew, 5 Meter. Da bleibt er noch dabei, Skorenjew. Seksamek. Auch wieder mit dabei. Oh, sehr solide. 5 Meter, der kann natürlich Stabot springen. Der ist hier auch ein heißer Kandidat, vielleicht sogar auf den Tagessieg, den Disziplinensieg. Marcel Luibo lässt übrigens die 5 Meter aus, will erst später wieder einsteigen. Thomas van der Platzen, der hat auch noch nicht viel gemacht, aber jetzt ist er wieder mit dabei. Der kann das richtig gut. Erster Versuch, Anfangshöhe. Ein X, bedeutend mit ungültig. Lukas Spatz hier bei 4,70 Meter und für Thomas van der Platzen ist eben das erst die erste Höhe. Kaisuke Ushiro. Das ist
So, jetzt beginnen die zweiten Versuche auf 4 Meter, auf 5 Meter und 4,70 für Wisialek. Da der Spanier öffnet immer den Reigen, sind jetzt erst die zweiten Versuche an der Reihe. Da hat also Matthias Brucker zuvor nachspringen dürfen. Sein Versuch mit dem gebrochenen Stab hat nicht gezählt. Darum hat er jetzt noch zwei Möglichkeiten, ebenso wie der Spanier. Der sich aber auch quält. Und hinten läuft die Uhr, haben Sie kurz gesehen, 34, 33, 32, da läuft die Zeit herunter. Jetzt hat er noch knappe halbe Minute Zeit, darum sputet er sich ein klein wenig nach hinten. Renja in Time, aber nicht ganz die Höhe. Er packt das 4 Meter und 70. Martin Roh. Damit ist der übrigens aktuell die Nummer 2 in Norwegen. Sein Landsmann Jensen hält mit 8160 Punkten den Landesrekord. Der scheint aber durchaus noch in Griffweite. Ja, gar nicht wahr. Das ist noch vom letzten Jahr. Rohr hat ja heuer schon zugeschlagen, war schon in Florenz erfolgreich, hat den Rekord an sich gerissen. Samuelsson unten durch. Und das schon im zweiten Mal. Der Braun an der Reihe und dann wieder Matthias Brucker. So, er müsste das schon drauf haben. Glänzender Hochspringer. Ja, aber auch mit jetzt hier Schwierigkeiten. So, Wisielek ist damit ausgeschieden in Gruppe B. Nimmt 4 Meter und 60 mit in die Liste. Ja, und da ist er durchaus so einigermaßen im Rahmen geblieben. Aber auf Anlage A, da sind sie schon rechts hinten.
Das ist Matthias Brugger bei seinem zweiten Versuch jetzt über die 5 Meter. 4,80 Meter im besten Zehnkampf. 5,10 Meter schon einmal in der Halle gesprungen. Er kann das. Er traut sich wieder nicht ganz. Eindeutig zu spüren. Er traut sich dann hier nicht mit der notwendigen Brutalität. Bricht den Sprung vorzeitig ab. Hat sich jetzt einmal schon mit diesen 4,80 Meter an Landsmann Kai Kasmirek vorbeigeschwindelt. Der ist mit 4,70 draußen. Diesen 5 Metern könnte er sich deutlich in Führung setzen, aber Michel Uibo noch mit dabei, ebenso wie Peter Braun. Ja, da büßen die Deutschen jetzt im Stabhochspringen gleich vorläufig, interimsmäßig Silber und Bronze ein, wie es ausschaut. ...4,60 für Marek Lukas, das war's vom Tschechen im Stabhochsprung. Thomas van der Platzen. Das ist natürlich jetzt eine harte Nummer, hier zittern zu müssen über die 5 Meter, aber schlussendlich hat es geklappt. Ushiro auch im zweiten Versuch, 5 Meter. Samex, Korenje, van der Platzen sind jetzt schon drüber, über diese 5 Meter. Mehr noch nicht. Uibo lässt aus, der wird dann auch noch mit dabei sein. So, und damit kommen jetzt die dritten Versuche. 5 Herren sind dann noch an der Reihe. Urenja, Braun, Samuelson, Braun, Brugger und Ushiro. Tilger, über 4,80 Meter sein, erster Versuch. Ah, gar nicht schlecht über der Latte. Also 4,80, das kann sich sehen. Ich bin erschrocken, als ich bei den Vorbereitungen bei ihm Bestleistung im Stabhochsprung im Rahmen eines Zehnkampfs gesehen habe. 3,77 Meter, wollen wir noch korrigieren, ob die erste Zahl stimmt, aber sie war tatsächlich so. Nur eben, der ist auch 20 Jahre jung. Aber das hier zwischen 3,77 und 4,70, da liegen wie gesagt 280 Punkte dazwischen. Und Urenjas letzte Chance über die 5 Meter packt er nicht, damit 4,90 Meter für den Spanier. Aber damit alles einigermaßen im Plan soll, gelaufen im Bewerb Nummer 8. Samuelsons letzte Chance. Bewegt sich ganz gut immer so im Bereich seines Limits. 5 Meter ist auch seine Bestmarke. Diskus war deutlich stärker im Hürdensprint. Bisschen schwächer als schon gehabt. Aber
marschiert auch in Richtung 8200 Punkte. Aber Stabhochsprung 94, kleines Minus hier, dennoch gut gelaufen. Modischer Dauerbrenner oder Revival, Björn Borgmasche bei Fredrik Samuelsson, Stirnband Abracht. Die Leistung passt bei ihm auch. Die ersten Versuche über 4,80, dann der Reihe Dolleschal, schafft das. Die von Roman Schäberle gecoachten Tschechen gut unterwegs. 4,60 im besten Zehnkampf. Da auch noch keine 8000 Punkte stehen. 21 Jahre jung. Der Großmeister hat noch ein bisschen was auszusetzen. Aus den Niederlanden Peter Braun. Bei ihm hätte man schon das Gefühl, dass das drin wäre, die Höhe. Ja, ein bisschen getrippelt und dann war dieser Versuch leider nicht so gut. Und es war sein letzter im Bewerb. Peter Braun, 4,90 Meter. Der Lischuk über 4,80. An der Anlage und Peter Braun hat es geschafft hier. Hat ein bisschen gewackelt bei der Anfangshöhe. Einer noch, dann Matthias Brucker auf 5 Meter mit seiner letzten Chance. Aber er ist wirklich der Pechvogel hier, dieser Materialdefekt. Der ist noch selten bei einem Stabhochspringer ohne so kleine Nachwehen abgegangen. Fangen wir vielleicht ein bisschen montieren mit den Stäben an. Zuvor aber noch sein Landsmann, Nikolas Kaul. Auch er hier jetzt bei 4,80 Meter. Guter Versuch, technisch sauber. Das ist sicher noch zu schaffen. Und jetzt Matthias Brucker. So, jetzt muss er es einfach riskieren, muss es wagen, entschlossen. Und das schafft er! Ganz große Klasse. Matthias Brucker meistert diese extrem schwierige Situation und springt damit vor auf Position 2. 5 Meter im dritten Versuch. Nach einem kapitalen Ermüdungsbruch beim Sportgerät. Also 3, er ist der vierte drüber. Ushiro 5 Minimum dabei bei dann 5 Meter und 10. 5 Athleten auf Anlage A, die dann auch die nächste Höhe in Angriff nehmen werden. Ushiro könnte sich noch dazu gesellen, hat die letzte Chance. Ganz knapp nur, Ruhe, also auch das Springen auf der Anlage B, so hochwertig wie schon lange nicht. Da sind noch einige dabei bei 4,80. Ushiro. Ah, hauchdünn. Aber die Latte fällt herunter und damit 4,90 Meter für den Japaner, für den ältesten Zehnkämpfer im Feld. Simek Skurenjev, Van der Platzen, Brucker und Maisel Ribo
sind verblieben bei der Anlage mit den guten Springern und dort wird die Latte jetzt auf 5,10 Meter hochgeschraubt. So, Frederik Vettorius, der hat gerade mal einen zweiten Sprung absolviert. 4,60 Anfangshöhe, der gleich geklappt. Jetzt bei 4,80 muss er einmal nachsitzen. Und auf der anderen Anlage 5,10 Meter. Die Reihenfolge: Matthias Brucker, der zieht zurück. Der springt nicht mehr mit bei 5,10 Meter. Mitteilung gerade jetzt, 5 Meter bleiben damit für den Deutschen in der Wertung. Das 20 Zentimeter mehr als im besten Zehnkampf, was letztes Jahr hier in Götzis. Und das ist Karin Tilger. Also den muss man unbedingt im Auge behalten, den jungen Esten, der hier bei seinem Startauftritt in Götzis ein ums andere Mal Bestleistungen schafft. Also bei den Hürden ist es um 300stel nicht Rekord gewesen. Beim Diskuswerfen hat er seine neue Bestmarke um 20 cm verpasst, aber hier dafür um schon 93 cm im Stabhochspringen seine 10-Kampf-Bestmarke ausgeputzt. Koreniev als erster über 5,10 Meter, genau gesagt als erster unter 5,10 Meter. Luibo, der hat sich erst einmal blicken lassen bei 4,90 Meter. Das hat gleich geklappt. Der Schweizer und Luibo auf der anderen Anlage 5,10 Meter. Er scheint der Top-Favorit auf die Nummer 1 in Stabhochspringen zu sein. Und der hängt ja auch nicht weit zurück. Schauen wir genau hin. Wieso wird jetzt schon bei 6.926 Zähler und überholt damit wieder Matthias Brucker. Der hat 6.905 Punkte unerreicht. Also wird es auch bleiben. Damian Warner, der nach 8 Bewerben schon 7.261 Zähler auf dem Konto hat. Aber hinter ihm wird noch gefeitert. Da hat jetzt Meister Luibo die Chance, sich entsprechend abzusetzen. Ja, bei seiner Weltbestmarke 8.400 Punkte, liegt nach dem ersten Tag rund 50 drüber, war im Hürdensprint deutlich besser, mit dem Diskus ein bisschen weniger und im Stabhochsprung waren es dort 5,17 Meter, also die nächste Höhe sollte auch noch packen, aber die hat er auch auf alle Fälle drin. Das war Niklas Kauls zweiter Fehlversuch über 4,80 Meter. Mit 4,70 hat er seinen Rekord im Rahmen eines Zehnkampfs schon egalisiert. Thank you.
80 übersprungen, Martin Roh aus Norwegen. Und ich möchte noch ein herzliches Dankeschön sagen, dem Patronanzpartner, der die Patronanz über den nächsten Monat übernommen hat, Otto Meier, heute Meier GmbH und Co. Herzlichen Dank, Herr Ingenieur Markus Meier. Ja, sind schon die zweiten Versuche dran. Thomas van der Platen hat nämlich ausgelassen, damit nur noch drei bei dieser Höhe vorerst. Rucker zurückgezogen, Skorenjew versucht sich hier zweites Mal. Scheint ein bisschen schneller zu gehen. Jetzt sind wir 1,5 Stunden alt mit diesem achten Bewerb, mit dem Stabhochspringen. Skorenjew, auch der war es nicht. Kurze Phase der Konzentration, denn Meister Vivo ist drüber. Der muss nicht. Das nächste an der Reihe ist Zach Simek aus den USA und dann gleich wieder Skorenjew. Anlage B. Es sind doch noch in Summe 7 Leute mit dabei bei 4,80 Meter. 3 schon drüber. Letzte Chance für Pretorius. Und drüben ist es Simek auf 5,10 Meter. Der bietet dem Esten hier die Stirn. Studium hinterher. So einer von den hochtalentierten Jungen hier bei diesem Hypo-Meeting. Karel Tilka und Niklas Kaul, die beiden beleben hier als 20-Jährige dieses Geschäft beim Hypo-Meeting in Götzis ganz besonders. Kein Thema nicht. Auch Vitali Schuk, 21 Jahre alt aus Weißrussland. Ein Versprechen für die Zukunft. Letzte Chance über 4,80. Na, geht sich noch nicht aus, aber statt 3,77 im besten Zehnkampf sind es diesmal 4,70 Meter. Und sattes Punkte plus. Also Karel Tilka wird einigermaßen normal läuft, mit deutlich über 8000 Punkten abschließen, kann auch über 60 Meter Speer werfen. Bei 1500 Meter war es noch nicht so toll, aber vielleicht hat er auch noch was zu bieten. Und Skorenjew noch eine letzte Chance über die 5,10 Meter. Ja, die nutzt er. Auch Zachary Simek hat sich übrigens da bis auf 10 Punkte an Peter Braun herangearbeitet. Knapp an Kai Kasmirek vorbeigezogen. Oh, das wird ein heißes Match hinten um die Platzierungen. Werner Skinner. Das war es auch für ihn. Für den Schweizer bleiben 4,70 Meter in der Wertung.
60. Niklas Kaul. So, einmal hier noch mit dem Stab. Die Höhe wäre noch möglich für ihn. Das ist gut angedeutet, aber der Versuch war es nicht. So, bedankt sich hier beim Publikum. Und die dürfen sich dann vor allem auf sein nächstes Antrennen dann nicht mit Stab, sondern mit Speer freuen. Da ist er ein echter Großmeister. Ein Mann mit deutschem Vater, österreichischer Mutter. Mit schon viel, viel Trainingseinheiten aus Kapfenberg im Leib. Der Junioren-Europameister aus dem Vorjahr, der Junioren-U18-Weltmeister von 2016. Dort eben auch Vize-Weltmeister mit dem Speer geworden. Und hier drauf und dran sich vorläufig einmal im deutschen, im DLV-internen Ranking auf Rang 3 zu bringen zumindest. Über 4,80 im letzten Versuch klappt das gerade noch. Jetzt sind wir schon bei 5,20 Meter. Und diesmal klappt es gleich im ersten und der Russe legt vor mit einem gültigen ersten Versuch gleich über die 5,20 Meter. Bei gleicher Höhe gibt es zwar dann auch gleiche Punkte, aber im Match um den Sieg in einem Einzelbewerb zählt dann ähnlich so, als wenn es eine Einzelkonkurrenz auch wäre, die geringere Anzahl an Fehlversuchen bei der höchsten Höhe. Wenn die gleich ist, schaut man eine Höhe zurück, dann noch eine, bis sich irgendwo ein Unterschied auftäte. Nur ein Stechen, wie bei einem Einzelmeeting, gibt es hier nicht. Schlimmstenfalls gäbe es zwei Sieger, aber im Augenblick hat der Russe die Nase vorn. Jetzt Meischel Lieber, der hat das auf alle Fälle auch drauf. Auch im ersten noch keine Fehlversuche und damit übernimmt Uibo jetzt die Führung. 5,20 damit der erste besser als in Athen vor 3 Wochen um 3 Zentimeter oder ungefähr 10 Punkte. Damit hat er sich jetzt schon einmal ordentlich auf Rang 2 vorgearbeitet. Gutes 50-Punkte-Polster auf Matthias Brucker. Celuibo kann auch gut Speer werfen und so durchschnittlich 1500 Meter laufen. Also nicht mehr so einfach sein, ihn abzufangen. Das war Simak, der Amerikaner, auch über 5,20. Plötzlich geht's wieder. Alle drei im ersten Versuch drüber. Und Thomas van der Platzen versucht sich jetzt auch. Steigt wieder ein. Zach Simak hier. Yeah!
van der Platzen hier mit dabei. Er hat es gerade geschafft über die 5 Meter und 10. Kein Fehlversuch. Das ist wirklich beachtlich. Ja. 5,20 natürlich. Also jetzt geht es dann auf 5,30 hoch und da sind noch 4 Mann mit dabei. Vier Mann noch über 5,30 Meter im Stabhochsprung. Das haben wir auch schon länger nicht gehabt. Dass der Disziplinensieg in dem Bereich weggeht, das war schon zu erwarten. Nehmen wir noch einmal diesen guten Versuch von Thomas van der Platzen. Insgesamt erst sein 3. Sprung. Öffnen wird den Reigen wieder Ilias Korenjew, der von Platz 1 rucki zucki auf Platz 4 in der Einzelwertung zurückgefallen ist, aber Punkte gibt es dafür genau gleich viel. Jetzt haben alle schon 972 Zähler stehen. Für die nächste Höhe gibt es dann schon den Tausender. Und 4,90 auf der anderen Anlage, Martin Roh aus Norwegen. Relation vielleicht herzustellen für den nächsten Bewerb dann. Diese Höhe schaffen oder nicht schaffen, bedeutet für die Athleten, dass sie sich im Speerwerfen 2 Meter mehr oder weniger leisten können. Das wäre nicht mit einem Fehlversuch. Also hier eine Höhe, 30 Punkte knapp. Und im Speerwerfen 1 Meter 15 Punkte. So, Michael Uibo, der hat im Augenblick beste Chancen, hier tatsächlich Platz 2 heimzubringen in Götzis. Der ist schon einmal 5,30 gesprungen. Mittlerweile sehr, sehr stabil, nachdem er letztes Jahr in Götzis seinem Debüt mit einem Nuller im Kugelstoßen aufzuwarten hatte. Jetzt versucht er sich über 5,30 Meter. Nein. Thomas van der Platzen lässt hier aus. 5 Meter gesprungen, im zweiten, 5,20 im ersten. Und die 5,30 lässt er aus. So, das ist Samek und der überspringt hier die 5 Meter und 30 als erster. Und damit ein Stück mehr als im besten Zehnkampf.
Da waren es schon 25, All-Time-Bestmarke sogar 5 Meter und 45. Ah, großer Jubel hier bei ihm, bei den Fans im Stadion. Das ist Vitali Schuk. Zweiter Versuch, 4,90 Meter. Und auch noch 4 Aktive mit dabei. Schon langsam das Stabhochspringen auf der Zielgeraden. Jetzt hat der Amerikaner mal die Nase vorn. Auch erst 5 Sprünge absolviert. Ein Fehlversuch bei 5,10 Meter. Den Rest hat er alles im ersten genommen. 5 Meter eingestiegen. Ilias Kurenjew. Der ist auch 5,30 gesprungen in seinem besten Zehnkampf, vorher bei den russischen Meisterschaften. Das ist ein zweiter Versuch. Damit ist dann gleich wieder Uibo an der Reihe. Dann wieder Skorenjew, dann notfalls noch einmal Uibo, bevor die nächste Höhe dann schon aufgeschraubt wird. Der Versuch von Martin Roh bei 94. Eine Chance hat er noch. Uibo, der passt ganz genau, Maßarbeit, ganz feine Technik, 5,30 Meter überquert er hier und holt wieder mächtig was am Punkten heraus. Da liegt er auch schon über 8.500 Punkte vom Durchgangswert her, Aishel Uibo. Das ist Frederik Pretorius. Für ihn liegt die Latte auf 94. Zweiter Versuch. Er lässt sein, viel Energie gebraucht. 5,10 im dritten, das war hier auch sein letzter Sprung, der dritte in der Konkurrenz über 5,30. 5,20 Meter kommen aber für den Russen ins Klassement.
Damit sind aber immer noch drei dabei. Dolezal versucht sich auf 4,90 Meter. Letzte Chance. Super Sprung. Super Sprung für den jungen Mann von Roman Cevale, der fiebert da auf der Seite gleich mit. Und da war sogar noch ordentlich Luft dazwischen. So, auf Anlage A jetzt 5,40 Meter und wir haben tatsächlich noch drei Springer hier mit dabei. Denn jetzt gesellt sich auch wieder Thomas van der Platzen dazu, der Belgier. Eröffnen wird Meister Louis Bock. So, jetzt kommt er. 5,40 Meter, erster Versuch. Oh, und oh, ganz knapp. 5,40 Meter hat er drauf. Und Marcel Uibo pirscht sich da weit nach vorne. Damien Warner außer Reichweite. Einzige, der über 7.000 Punkte derzeit stehen hat. Uibo könnte, wenn er diese Höhe schafft, auch auf über 7.000 kommen. Aber Warner 7.261, der ist schon uneinholbar in Front. Da müsste einer schon Weltrekord springen, Stabhochsprung. So, der Norweger Roh ist hier auch schon auf 4,90 Meter unterwegs. Auch nicht jedes Jahr, dass auf Anlage B die Latte so hoch gelegt wird. Nein, damit kommen 4,80 Meter für den Norweger in die Wertung. Auch ein bisschen mehr als im besten Zehnkampf. Es geht um den Disziplinensieg. 6-7-Eck führt im Augenblick dank der geringeren Fehlversuche im Vergleich zu Uibo. Van der Platzen eine Höhe weniger, aber hat die 5,30 Meter ausgelassen. Sechsheimek. Ja, die springen da fast gleichzeitig durch. Sheimek unten durch, Pretorius drüber. Aber die 45 hier in diesem ersten Versuch, die waren noch ein bisschen zu viel. Ja, die laufen parallel fast an.
während der Amerikaner durchläuft, überspringt hier Pretorius, der Niederländer, 4,90 Meter im dritten Versuch und bleibt im Geschäft. Und noch Thomas van der Platzen. Oh, auch ganz knapp hier nur. Uibo und van der Platzen sind dran, haben diese Höhe absolut drinnen. Zach Simek hat die 45 in seiner Karriere auch schon übersprungen. So, 5 Minuten noch, dann ist die 2-Stunden-Marke durch. Vor einer Stunde 55 hat das Stabhochspringen bei den Männern begonnen. Aber dafür flott unterwegs. Nur selten hat man diesen Wettkampf unter 2,5 Stunden durchbekommen. Auch dank des neuen Reglements, dass man hier die Intervallzeiten ein klein wenig verkürzt hat. Und wie man sieht, tut es vor allem auch der Leistung keinen Abbruch. Das ist ja auch wichtig. Marcel Uibo. Deutlich nicht gepasst. Einer bleibt ihm noch. Aber er wird auch mit diesen 5,30 Meter, die er schon geschafft hat, hochzufrieden sein. Jetzt hat er sich eine glänzende Ausgangssituation geschaffen, um hier diesen Wettkampf als Zweiter vielleicht sogar hinter Damien Warner abschließen zu können. 1004 Punkte gibt es dafür. Und eine Chance bleibt ihm noch. Jetzt könnte man tippen. Ich würde meinen, einer schafft es vielleicht drüber. Dolezal und die 5 Meter auf der Anlage B. Ein bisschen zu viel des Guten. Zwei Versuche hat er noch. Der erste war nicht besonders vielversprechend. Und Zach Simek. Besser, der erste war natürlich unten durch, aber fehlt auch noch ein Stück weit, damit bleibt auch ihm nur noch eine letzte Möglichkeit. So, letzte Chance hier für ihn, für den Weltjahresbesten. Mit diesem Ergebnis von 8407 ist er angereist und im Augenblick schaut aus, als wenn er nach dem heutigen Tag der zweitbeste des Jahres sein könnte hinter einem überragenden Damien Warner. Aber er präsentiert sich auch hier von der Schokoladenseite. Der erste Michel Uibo, letzte Chance, 5,40. Nicht ganz, aber mit 5,30 kommen doch deutlich mehr in die Wertung als in Griechenland. Da waren es 5,17 Meter, jetzt 5,30 Meter, macht in etwa 40 Punkte mehr als eben bei seiner Saisonbestmarke bisher. Er setzt sich hier mal an die zweite Stelle mit gut Luft auf die starken Deutschen. Thomas van der Platzen muss sich da behandeln lassen. Das ist jetzt Zachary Simek aus Wisconsin. Hat auch noch eine Chance über diese 5,40. Näher dran, aber auch bei ihm bleiben schlussendlich 5,30 Meter und ein kleiner Sprung nach vorne, einer da im Gesamtklassement. Diskus von 12 auf 7 verbessert. Nach dem Stabhochspringen wahrscheinlich noch weiter vor.
So, aber der Amerikaner hält derzeit noch den Disziplinensieg inne. Und vielleicht schon der letzte Stabhochspringer, der letzte Stabhochsprungversuch im Bewerb Nummer 8. Ja, vor Thomas van der Platzen kommt er noch. Schikolle Schal versucht sich auf 5 Meter Anlage B, letzte Chance. Unten durch und damit 4,90 für den jungen Tschechen, damit 30 cm mehr oder 90 Punkte mehr als im besten Zehnkampf. Da kommt dann noch Pretorius hinterher und jetzt bekommt aber Thomas van der Platzen nach Behandlung des Oberschenkels hinten seinen dritten Versuch über die 5,40 Meter. Nein, geht auch nicht mehr. Das war's, 5,30. Damit geht das Stabhochspringen von der Höhe her ex aequo durch an Simek, Uibo und Van der Simek und Uibo, 5,30. Van der Platzen hat ja die 5,30 ausgelassen und der Disziplinensieg, den holt sich der Amerikaner aufgrund der geringeren Fehlversuche mit 5,30 Meter. Der allerletzte Sprung, womöglich jetzt insgesamt. Cedric Pretorius. Fünf Meter, letzte Chance. Nein, geht sich auch nicht aus. 4,90 Meter in der Wertung. Das Stabhochsprungen ist beendet. Hochwertige Angelegenheit und hat im Klassement dann doch noch einmal ein bisschen was umgerührt, aber erneut gilt nur unterhalb von Platz 1. Das ist das Ergebnis im Stabhochspringen. Für Zachary Simek und Michael Uibo gibt es 1.004 Punkte für 5,30 Meter. Dann Thomas van der Platzen und Ilias Kurenje 5,20. Matthias Brucker 5 Meter. Dann haben wir Damian Warner mit 4,80 Meter. Stark für seine Verhältnisse. Niklas Kaul 4,70. Kai Kasperek 4,70. Damian Warner und Co. in Gruppe B. Der Kanadier führt überlegen. 272 Punkte vor Michael Uibo aus Estland. Dann der deutsche Matthias Brucker. Zach Simek aus den USA hat sich vorgearbeitet auf Rang 4. Braun ist 5. Kai Kasmirek hat im Stabhochsprung verloren. Liegt nur noch an der 6. Stelle. Dann Van der Platzen, Skorenjev gut im Stabhochsprung, hat aufgeholt. Samuelsson und Vitali Schuk, das sind die ersten 10. Maes Uibo scheint im derzeit gut abgesichert am 2. Platz, aber von hinten ist noch einiges möglich. Auch Niklas Kaul liegt an der 12. Stelle, der sollte sich jetzt im Speerwerfen verbessern können. Martin Roh vor ihm, der wirft in Gruppe A, den sehen wir dann gleich einmal. Insgesamt noch 24 Athleten mit dabei. Der prominenteste Ausfall am heutigen Tag, Rico Freimuth, der vor dem Stabhochspringen aus eigenen Stücken erklärt hat, geht nicht an den Start und wir haben es im Interview gehört. Motivationsprobleme, kann nicht mehr, geistig, mental, ausgepowert, erschöpft und stellt sogar einen Start in Ratingen und auch einen bei der Heimeuropameisterschaft hier in Frage.